Tja, und damit willkommen zu Lord Apokalypses Abenteuer in Inclus. Ja. Weil wir so inclusive sind. Richtig. Ich habe hier einen Bogen in der Hand. Warum habe ich einen Bogen in der Hand? Nun, das ist die Frage. Eigentlich müsste ich doch meine Menschenvernichtungsarmbrust haben. Übrigens, willkommen zu Ultima Offline. Beziehungsweise Riches, Ruins and Riches. Wie es da steht. Genau. Aber mittlerweile habe ich den Namen schon drauf. Das hat eine ganze Weile gedauert, aber jetzt sitzt das Ganze. Wieso habe ich denn keinen Namen? Jetzt habe ich einen Namen. Master Macefighter. Ja, darauf müssen wir wahrscheinlich wieder zurückgreifen. Denn es gibt eine Kleinigkeit zu bemängeln. Wir sind hier wo? Wir können mal schauen. Wir sind ja nach wie vor im schönen Clou. Clou. Deswegen heißt das so wahrscheinlich, weil es hier die ganzen Hinweise gibt, ne? Haarscharf eruiert. Ganz im Osten bei dem komischen Lichtturm. Alles nordöstlich von Montour. Oder südöstlich von Britain. Kann man drehen, wie man will. Ist immer richtig. Ja, folgendes. Der Weg hier runter war lange beschwerlich. Eigentlich nicht. Kinderleicht. Das Schiff ist übrigens voll. Das ist schon mal ein Problem. Dafür sind wir Großmeister im Camping. Yay! Leider noch 62 neuen Lumberjacking. Okay. Jetzt allerdings wird's asozial. Ach, guck mal, Archery ist ja fertig. Wir sind schon GM. Gar nicht gemerkt. Doch, Gott, wir hätten noch Party machen können. Ja, sauber. Wir sind 100%iger Bogenschütze, aber wahrscheinlich schon seit langem. Ja, dann müssen wir wirklich mal ran mit dem Macefighter. Da fehlen noch 11%. Ei. Wer hat da wieder auf der faulen Haut gelegen? Na, ich weiß ja nicht. So, jetzt. Das gefällt mir ganz gut so, diese Anordnung. So, jetzt mal schauen. Ja, ich kann Zeug nicht mehr im Boot bunkern, das ist der eine Punkt. Das ist schon mal schlecht. Und da habe ich mir überlegt, ich kann doch einfach mal ein Buch schreiben. Meine Abenteueur von. Das heißt nicht Ebuch, sondern das heißt Ebuch. Ebuch bei Apokalypse. Ja, da werden wir dann die ganzen Hinweise in mich reinschauen, habe ich mir überlegt. Ich bin doch so ein Hornochse. Immer wenn wir was Neues rausbekommen. Hinweise. Und dann, geht's hier richtig ab. Gut, ja. Wir sind hier, warum? Weil wir nicht da sind. Das ist meistens so. Der Punkt ist, auf dem Weg hier runter habe ich, ein bisschen im Wald verbracht und war ein bisschen Holz. Also ich war ja gar nicht da oben. Ich war die ganze Zeit hier. Habe ich ja gestanden und gewartet, mich versteckt von Gegnern, ganz klar. Aber wenn es denn so gewesen wäre, dann wäre ich oben wieder rausgelaufen, wieder rein. Hätte gemerkt, dass das Boot voll ist und wäre wieder zurückgekommen und hätte geflucht. Dann hätte ich richtig geflucht. Eigentlich nicht. Ich habe nicht geflucht. Ich muss sagen, ich finde das krass. Ja, nicht mal lange auf die Folter spannen. Es geht um Folgendes. Wir haben einen Köcher. Da sind die Pfeile drin. 324. Ja, stramm. Haben wir auch mal fleißig was gemacht. Wenn wir wieder... Oh, guck mal hier. 436 Schäftchen. Ach Gott, hier müssen wir langsam ein Federvieh müssen wir mal erlegen. Hoffentlich ist hier irgendwas gefedert hier unten. Gefiedert, meine ich. Das ist nicht das Problem. Das Problem ist das hier. Ich bin über ein Draht gestolpert, über ein spitzen Draht gestolpert und dabei sind mir alle... Ich bin quasi ungünstig auf dem anderen Köcher gelandet. 0 von 500 Bolzen. Ich habe mir, glaube ich, 400 Bolzen kaputt geknickt beim Drauffallen. Ja, das hatte ich auch gesagt. Ist das nicht krass? Und wie ist das die Musik so komisch? Wir sind hier im Dungeon. Settings. Richtig. Musiker. Minen. Also, kommt mir das nur so langsam vor? Die Musik ist gut. Für mich kommt mir so leise vor. Habe ich einen Hirnschaden? Ein Ohrschaden? Ach, die Musik ist gut. Ist diese unheimliche Musik. Ach Gott. Ja, das ist wiederum ganz nett. Ja, jetzt können wir bald nicht mehr so richtig Holz fällen, ne? Sollen wir die Kampfmusik mal rausmachen? Dann bleibt die Musik bisschen... Die machen wir jetzt mal richtig, die drehen wir voll auf. Ja doch, die ist in Ordnung. Gut, wenn wir einen Fußtritt tätigen, ist die natürlich wieder richtig krass. Komm, mach das mal noch lauter. Ja, ich kann die Schrittgeräusche natürlich auch rausmachen, aber dann ist es so still. Und ich bin das gewohnt. Für mich gehört das einfach dazu, wenn... Ich wünschte, ich hätte so ein Lautstärke...
Footsteps, das fehlt noch. Da fehlt noch der Regler. Ja, genau wie hier fehlt noch einfach nur Footsteps, Balken. War da gerade ein Drache? Stand da gerade was mit Drache? Stand da Blutdrache? Wieso steht da Blutdrache? Haben wir nicht... Blutrache. Haben wir nicht auch sowas... Wir haben doch irgendwas mit Blut. Giant Killer? Was war denn das noch? Hatten wir nicht irgendwas? Ja, den habe ich auch noch dabei. Das Überbleibsel aus der... Komm, erstmal einen Apfel reinschieben. Lecker, lecker. Der hier vielleicht? Nee. Ja, Armbrüste jetzt erstmal nicht mehr, ne? Die nehmen jetzt eine untergeordnete Rolle ein, nämlich gar keine. Bin ein bisschen arg laut. Komm, machen wir so. Oh, ist schon wieder was kaputt gegangen? Nee, das klingt nur so. Tja. Interessant, dann holen wir mal. Ah! Lava Lizard. Baby Dragon. Och, das ist ja niedlich. Ich wünschte, ich könnte meine Reptilien-Vernichtungsmaschine. Die ist auch nicht da. Moment mal. Das letzte Mal. Ja, das habe ich ausgeräumt. Habe ich schon gewundert oder ich dachte, wir seien bestohlen worden. Aber ich glaube. Ich glaube, wir haben ein Problem. Kleines Zelt. Ja, das können wir jetzt benutzen. Und hier haben wir ein sicheres Zelt. Ja, ja. Und damit kommen wir dann ja in dieses komische, in diese andere Welt. Aber ich glaube, ich habe keine... Oder habe ich die auf der Bank gelassen? Wo ist denn mein Reptilienvernichter? Das ist Abysmal. Das ist für die... Das ist für die Dämonen. Wo ist denn meine Armbrust, meine Reptilienvernichtungsarmbrust? Die habe ich doch extra so liebevoll eingepackt und in Butterbrotpapier gewickelt, damit sie nicht fett wird. Nee. Damit sie nicht nass wird. Deswegen ist es fett. Keine Ahnung. Okay. Ich würde sagen, let's go. Feuerelementar. Was haben wir drin? Den Elementarvernichtungsbogen. Offensichtlich. Ja, da, war schnell der Ofen aus, im wahrsten Sinne. 400. Was können wir tragen? Ich lasse mal Kupfer da. Ne, ich nehme es mit und sobald wir voll sind, fliegt das Kupfer über Bord. Das sind seltsame Geräusche hier unten. Ständig, als ob jemand auf einen Amboss einhaut. Oh ne, ein Zauberer. Doppelschuss. Ich wünschte, ich könnte meine Menschenvernichtungsarmbrust hier verwenden. Oh. Ja, Dex hat es runtergesetzt. Dex ist auf 81. Warum? Ah, durch die, wie heißt das noch gleich? Durch die Camping-Geschichte. Also wenn wir da draußen gewesen wären, dann wäre das wahrscheinlich der Grund gewesen. Genau, Maximum erreicht. 120, 210, 260. Wir sind am Maximum. Nie wieder wird jetzt irgendwas bei uns aufsteigen. Höchstens mal ein Drachen. Aber was ist denn das? Höllenkatze? Ach, guck mal, wieso sind hier so viel Höllen? Ach, hier ist ein... Ah, das ist... Ja, okay, das sind... Ja, das braucht aber Pfeile. Nee, Bolzen. Wir haben keine. Da ist ein Malheur passiert. Ach, du Scheiße. Was ist denn hier unten? Hier ist ja die Hölle los. Zum Glück sind uns die Bögen noch treu geblieben. Die Pfeile, so. Und jetzt ist das ein Drachen. Ja, scheiß die Wand an. Wo ist denn mein Vernichter? Keine Ahnung, nicht da. 15 bis 19, was macht der? An Schaden? 16 bis 20, okay, dann muss der herhalten. Ist aber relativ langsam. 4 Sekunden. 4 Sekunden. Was macht der hier? Swing Speed, der ist super schnell, trifft gut. Hit Physical Area, okay. Also noch Leute drumherum werden Schaden nehmen, schießt schnell. Das ist eine Spitzhacke. Also, hier geht's doch nicht mit rechten Dingen zu. Geister? Spukt's hier unten? Achso, nur ein Drake. Achso, nicht... Sag mal... Was soll das denn? Doppelschuss? Okay. Doch nochmal durchschießen. Und alle.
Ach so. Wir sind ja so oder so super stark. Kupferelementar. Moment, ich muss ganz kurz den Bogen wechseln. Bin gleich wieder für Sie da. Einen Moment, bitte. Hier. So, zack. Jetzt. Voll frei. Bam. Ja, selber schuld. Kupferelementar. Ach, ich wünschte, ich könnte sehr viel tragen. Oh, da werden wir wahrscheinlich wieder schön die Diamanten und Edelsteine einsacken können. Kupfer, sehr schön. Genau, nehmen wir lieber das Zeug mit und lassen die, die Kupfermünzen lassen wir einfach liegen. Und leider auch die Schuppen. Ach, wir haben den guten Idiotenhut. Sehr gut. Jetzt haben wir... Ja, wir haben einen neuen Strohhut. Von, wie heißt er noch gleich? Erdox Tall Straw Hat of the Mystic. Erdox großer Strohhut des Mystikers. Plus 8 auf Gegenstände, was auch immer. Und 1% schneller schießen. Wenn, also, wow, oder? Aber das mit dem Identifizieren? Zack, es hat geklappt und zwar sofort. Swing Speed plus 2%. Aha, und Stärke. Ach, ist ein Zirklet. Okay, das haben wir schon auf der Rübe quasi. Dann geht das doch nicht. Tja, ich bräuchte eigentlich mal eine Axt wieder. Die andere, die ist irgendwie beim Camping trainieren, habe ich so gehört. Also wenn es denn so wäre, dann ist die leer gegangen. Gut, dann kommt das jetzt mal weg. Wir verstecken es. Schon verstecken, damit ich nicht drin... Dann suche ich es gleich wieder. Ist egal. So, können wir jetzt mal... Backpack. Oh, guck mal, da hat es einen zerbröselt. Im wahrsten Sinne des Wortes. Lost Tribe of Sosaria. Was? Ein verlorenes Volk oder ein verlorener Stamm? Ach, gucke mal. Ist das diese andere Welt? Lost Tribe of Sosaria bei Adon, nee, Aduan, the Emperor. Kaiser Aduan. Okay. Those that lived long ago built an enormous pyramid, now buried by thousands of years of sand and stone in the northwestern part of Sosaria. Nordwesten? Ach, die Pyramide da oben, ne? Sieht das so ein bisschen aus wie die... Eigentlich schon. Das könnte die Welt sein. Eingedreht. Aber viel mehr Landmasse und das sind einfach nur Flüsse. Jetzt sind das quasi abgespaltene einzelne Inseln. Und das hier ist dieses Umberville. Ne, diese Lost Lands. Lost Levels, wie auch immer. Das Lost Levels bestimmt nicht. Da oben. Weil da müsste ja auch so in etwa die Pyramide sein. Wenn es eingedreht... Ach, wir können mal die andere daneben halten. Bin ich denn völlig verblödet? So hier, ne? Könnte sein. Leicht eingedreht. Das, was hier oben einschneidet, könnte dieser Fluss sein. Von der anderen Seite, ja, vielleicht auch nicht. Sehr gut, gerade. Ja, mit viel Fantasie vielleicht. Ja, vielleicht auch nicht. Okay. Ich dachte bloß, weil das so abgetrennt ist und hier oben auch dieser Teil und so. Und das hier, dachte ich mir, könnte die Ecke sein, aber so richtig... Jawohl, wenn hier mehr Wasser fließen würde und hier... Gut. Worum geht's? Irgendwie eine Pyramide unter tausend von Jahren von Sand und Stein im Nordwesten vergraben. No one is sure of what these people were, but let's say they left Sosaria through a magical portal and settled a new land rich in woods. Aha. Da haben die gewohnt. Das ist wieder diese komische Savage Land, ne? Oder Savage Empire. Ist das die Pyramide? Ich weiß nicht. Nordwestpyramide. Portal zu Savage? Fragezeichen. Man weiß es nicht. Someone recently fell in that lava pool. Oh, das ist erst jüngst passiert. Ei, 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 ei. Wir sind ziemlich alles hier, ne? Kurz das Bücher gelesen. Hier hat kurz jemand, erst jemand gestanden, vor kurzem, meine ich. Kupferelement. Komm weg. Nein, nicht berühren. Ich habe eine Allergie gegen Kupfer. Oh, guck mal hier. Turmalin hat er einfach so mal bei sich. Kupfer. Kupfer, Gold und einen Edelstein. Bitte? You recover one arrow. Ein Babydrachen. Ein Frühchen. Weiß ich so? Frühchen? Doch schon. Lass das mal offen. Dann weiß ich nicht, wie viel ich noch tragen kann. Na.
Na, 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 wer wird denn gleich? Oh, Elementar. Bim. 108 Punkte Schaden. Oh, Elder Dragon. Elder Gazer. Ein Elder Gazer. Silber nehme ich mit, Kupfer nicht. Luftelementar, perfekt. Können wir direkt mal aus dem Leben drücken. So, Woodland Shortbow. Braucht kein Mensch. Da ist schon wieder ein Babydrachen. Ein Doppelschuss. Das ist der Babydrachen. Ein Baby Dragon Corps. Oh je. Magie, ne, Magie plus 6. Dex-Bonus, ne, leider Quatsch. Komm, erstmal so einsammeln. Luftelementar. Pass mal auf. Pass mal auf zu existieren. Na, vielen Dank. Jawohl, uns gelingt sofort. Fishing plus 5. Ja, wieder was für Kollege, was auch immer. Recall Rune. Habe ich schon erzählt, dass ich Flammen gefunden habe? Kal, was? Flammen? Ja, ne? Es fehlt noch Kal, glaube ich. Ich meine, was haben wir auch? Okay, nicht so gut. Doppelschuss. Regelt. Ja, da unten. Wir haben ein paar Small. In der Zwischenzeit sammle ich mal hier alles ein. So, was ist das? Stamina-Regeneration. Nein, danke. Da bin ich wirklich Besseres gewohnt. Für sowas mache ich keine Werbung. Was mit mir? Er ist ein bisschen vergiftet. Immer noch, oder? Ach ja, ich habe ja ausgestellt, dass ich grün leuchte, oder? Oder war das nur für die Gegner? Ich weiß es gar nicht. Shadow Iron Elemental. Vielleicht mal durchschlagend. Kuckuck. Weiß ich nicht. Ja. Und ein Magma-Element. Ah, guck mal hier. Ein Frechdachs. Lava. Nicht Magma. Das ist was ganz anderes. Ring? Nur welcher? So, dann ist der nächste. Gleich teleportiert sich. Was war das jetzt? Hat der mich beworfen oder so? Bespuckt? Also, sowas machen wir aber nicht. Ganz, ganz unfeine Art. Was ist das? Kerze? Na ja, komm. Oh, Elder Titan. Shit. Ein Elder Titan? Ich habe einen Titanenvernichter da. Lass mich raten, ist eine Armbrust. Elder Titan. Ach nee, der Knüppel. Giant Killer. Nee, Titan ist was anderes. Was waren gerade die Kerze? Hier. Spezialkerze? Ja. Sage mir mal, was das ist. Bin ich angeklickt? Can't seem to identify. Wow. Stamina Increase um 16. Okay. Ja, das kommt wieder. Kommt in den Müll? Shit. Ein Elder Titan. Ein Elder Titan. Also Titans sind schon unangenehme Gesellen. Und da kommt man nicht drüber, weil's. Aber wenn er nicht schießen kann. Halt, jetzt machen wir erstmal das Ding weg. So. Turbo ist aktiv. Nochmal, komm. Er macht sich unsichtbar. Es blitzt. Oh oh. Nein, nein. Hallo. Hallo. Okay. Boah, da haut aber rein, der Kollege. You begin applying. Okay, erfolgreich. Schön mit Rüstung durchschlagend arbeiten. Ich muss ganz kurz mal weg. Gleich wieder da. Oh, er ist gleich wieder da. Schlecht. Doppelschuss. Boah. Ein Elder Titan. You've gained a good amount of fame and karma. Einen guten. Ja, sauber. Und einen Schädel. Der wieder einen Scheißdreck voll wiegt. Von ja, Master Mace Fighter. Das ist natürlich schön, wenn das jetzt mein aktueller Rang ist. So. Bitte lassen Sie mich wissen, was das ist. Es ist Hiding plus 4, Dex-Bonus.
Plus 13 Trefferpunkte ist gar nicht mal so schlecht. Was haben wir denn? Momentan Quatsch zum Schlösserknacken. Was ist der andere Quatsch, den wir benutzen? Damage Increase, Inscription, Resist Fire. Oh, das ist gar nicht mal so schlecht. Dex Bonus und 5. 15 mehr Trefferpunkte. 13 oder was? Jetzt haben wir 109, nee, 253. Und noch mehr Geschicklichkeit. Das brauchen wir doch. Dann sind wir noch schneller, noch genauer, noch zielsicherer. Was könnte es Besseres geben? Hitpoint Regeneration. Archery plus 5. Brauchen wir das überhaupt noch? Stealing. Das ist eigentlich eher nicht mehr so unseres. Das ist jetzt quasi wie noch ein Teil Top-Bars. Das gibt auch plus 4. Oh Gott. Verite Two-Handed Axe. Nicht unsere Waffengattung, aber ich brauche noch was zum Holz. Obwohl, die brauche ich nicht mehr. Nicht mehr so wirklich, ne? So, was haben wir jetzt? Bushido. Jedes Mal, wenn ich Bushido, es tut mir leid, aber ich kann das einfach nicht mehr ernst nehmen. Es ist bestimmt total super so die... Aber da gibt es so einen Affen, der das irgendwie mies gemacht hat. Ich weiß auch nicht. So, was für ein... Na, muss ich den gesamten Körper in die Tasche stecken? Sag mir, was das ist. Komm. Das schaffst du. Oh Gott, wo ist er? Standard 14%, dass der Blitz einschlägt. Okay. Jetzt muss ich muss das wissen. Ich meine, das ist ein krasser Riese hier. Ein alter Riese sogar. Defense Chance increased. Okay. Aber Fire Resist 1%. Reflect Physical. Da hätte man so einen richtig schönen was Gutes draus machen können, aber so wieder nur halbgar, sage ich mal. Okay, Remove Trap, bitte. Und noch nicht mal... A Chemical Elixirs. Elixirs kennen wir nicht, ne? Ist das wieder gleich... Aha, sieh mal da an. Das sind diese Elixiere, die man da herstellen kann. 1 bis 6 Minuten, 2 bis 13 Minuten. Ach, guck mal, da kann man die Fertigkeiten verbessern. Was ist denn das für eine kranke Welt, in der wir leben? The magical enhancement of the mind and body is something we can explore within the realm of alchemical elixirs. Reading this book now familiarizes you with these different types of potions and you can start mixing your own. Like other forms of alchemy, you need a mortar and pestle and the appropriate reagents. An empty bottle is also required. There are 49 different types of elixirs, and they all give one enhanced skill for a certain period of time. Geil. Ich dachte, Elixiere sind einfach nur stärkere Tränke. Aber dass die Fertigkeiten erhöhen, das ist mir neu. Das kannte ich noch gar nicht. Ist aber ziemlich geil. Wenn man mal irgendwas verarbeiten muss oder sowas, dann knallt man sich mal das Ding rein und dann ist gut. Oder man braucht ein bisschen mehr Zielgenauigkeit hier oder mehr Schaden, dann nimmt man Taktik oder so. Trank. Naja. Also es gibt 49 von diesen Elixieren. Und sie verbessern eine Fertigkeit. Und wird hergestellt ganz normal. Wieder zerreiben. Leere Flasche. Und dann toi toi toi. The only skills that they cannot enhance are those of a magical nature. Okay. These include skills such as Magery, Necromancy, Ninjutsu, Bushido and Chivalry. Ach, das ist wahrscheinlich genauso was wie... Naja, Zauberei, während man Rüstung trägt. All other skills can be enhanced with elixirs. Elixirs have varying... Also es geht nicht auf magisches Zeug, sondern nur auf die normalen Fertigkeiten, die nicht magischen. Elixirs have varying levels of effect, and it depends on a few factors. Some elixirs will last for about 1 to 6 minutes, while others will last for about 2 to 13 minutes. Each type of elixir is listed in this book, and the potential duration for each. Ja, zwei Arten. Eins hält 6 Minuten, eins hält 2 bis 13 Minuten. The duration is determined by 3 factors. 40% relies on how good the drinker's cooking skill is. Another 40% relies on how good the drinker, the imbiber, is at taste identification. Ja, das habe ich nämlich schon gelesen, genau. Ich habe mich damit nämlich schon schlau gemacht bei dem anderen. Bei meinem Walking Undead. Hier wollte ich mal ein bisschen so Druidenzeug und sowas angucken und Alchemie und... Da stand das nämlich auch drin, dass Taste-ID, also Geschmacks, hier, wie ist das denn? Schmecken, Geschmackssinn, wie auch immer, oder beim Geschmack erkennen, Vorkosten, wie auch immer, das gibt auch einen Bonus. Das gibt einen Bonus auf die Tränke.
Und hier spielt aber auch Kochen eine Rolle. Das heißt, wenn ich diese Elixiere nutze, dann muss ich nicht nur Alchemist sein, sondern auch gut kochen können. Und naja, wenn ich die selber nutzen möchte, auch einen guten Geschmack haben so. Beziehungsweise der Trinker. Das heißt, wer es herstellt, ist scheißegal. Der muss dann ein super Alchemist sein. Und hier bräuchte ich dann quasi Taste-ID. Ja. Das ist natürlich schade. Den habe ich schon längst wieder runtergesetzt. Der wäre jetzt auch schon auf einem richtig, richtig hohen Wert. Hätte ich das vorher mal gemacht mit dem zweiten Charakter, hätte der Lumberjack ihn weggelassen. Dann hätte ich zum Beispiel jetzt sehr gut testen können, weil ne, überall das, was zu trinken, entweder ist es ein Getränk oder Reagenzchen oder was weiß ich, hätte man die ganze Zeit dann trainieren können auf den Reisen. The last 20% is based on the Drinker's Alchemy Skill. Ach nee, doch nicht. Ja gut, aber dann kann man wenigstens 80% rausholen. Along with any potion enhancement properties they may wield. Aha. The better these elements are, the longer the elixir will last. Elements? Also die drei Elemente, oder wie? Egal. The strength of the elixir is based on these same factors. We will either get a plus 10 to plus 60 to the skill to elixir... To the skill the elixir is meant to enhance. Also plus 1 plus, plus 60 hat also... Spielen auch eine Rolle, die anderen Sachen. While a particular elixir is an effect, you can't drink another elixir of the same type, nor can you be under the effect of more than two elixirs at a time. Below is a list of various elixirs. Ja, also nur zwei gleichzeitig und wenn eins aktiv ist, kann man das andere nicht nehmen. Hä? Das beißt sich irgendwie. Ach, of the same type, okay. Man muss zwei unterschiedliche kann man gleichzeitig aktiv haben, sonst immer nur eins vom gleichen Typ nach dem anderen. Man kann also nicht irgendwie zweimal... Animal Taming reinballern, zum so oder so ähnlich. Und die sind plus 10 bis plus 60. Bin nicht ganz begriffen, aber ich denke, das ist auf jeden Fall super. Gerade wenn man irgendwas hier trainieren muss, dann ist das natürlich wahnsinnig gut. Lockpicking zum Beispiel. Kann man mal kurz erhöhen und dann kann man sich ein Schloss knacken. So, Agility, ja... Nehme ich das mit? So, die ganzen Greater-Geschichten, da komm, machen wir einfach mal. Ich glaube, die kann man auch beide sich reinballern. Das hier zum Beispiel, da könnte ich einfach jetzt mal kosten. Was ist das denn? Und so habe ich natürlich keine Ahnung. Oh, doch. Ich weiß, dass es Sulfurs Asche ist. Also, nicht Sulfurs Asche, sondern Schwefelasche. Sulfur. Sulfurous Ash. Nun gut. Ja, also spannend ist es. Man kommt hier aber wirklich nicht, nicht gut durch, oder? Was haben wir jetzt bisher geschafft? Die 5 Meter sind wir gelaufen. Was ist denn das hier? Schon wieder das Geräusch. Klong. Chaos-Schild. Doppelaxt. Lava. Ach, sind schon wieder gespawnt an diesem anderen Raum. Ah, ich bin hier falsch. Mehr oder weniger. Eigentlich bin ich hier Gold richtig, glaube ich. Genau, Gold. Ah, ich doch. Ja, ja. Woodworking Tools. Ich habe nämlich immer nur die angeguckt. Ich dachte, das sei so wie diese Fletching Tools. Das sei das, womit man Möbel herstellt. Aber das ist natürlich Quatsch. Säge, Hammer und Co. sind die Sachen, mit denen man die... in Wirklichkeit herstellt. Alles andere ist natürlich glatt gelogen. Das ist eher für Schränke, für Regale und so weiter. Aber auch merkwürdig, ne? Unten waren wir. Da sind wir hergekommen. Jetzt könnten wir da die Abkürzung nehmen, nach oben. Oder wir gehen hier runter zum... Ach, Elder Gazer. Ja, gut. Dann toi toi toi. Nochmal. Ah, jetzt ist er gleich weg. Ja, jetzt ist er egal. Hat er mir gerade die restliche Ausdauer gestohlen? Der Lump, kann das sein? Hit Fireball mit 22%iger Wahrscheinlichkeit. Fireball. Und ist halt super schnell. Soll man jetzt den Knüppel mal schnappen? Nee, weil da vorne nämlich das nächste Feuerelementar auf uns lauert. Ja, ja. Elementar. Oh, das hat es gerade so überlebt. Also ein Hauch. Jawoll. Ein Hauch mehr als
Das sind 90 Schadenspunkte. Was bleibt hier? Noch kann ich laufen. Also jetzt fehlt echt nur noch die... Oh, sehr gut. Die Falle, dass mir... Bitte? Achso, ein Babydrachen wieder. Babydrachen, voll süß so. Mich nicht angrabbeln, bitte. So ist richtig. Verdammt! Ja, wahrscheinlich kann man die auch hier ein bisschen, ne, zurechtschneiden. Das passt schon. Komm mal voran jetzt hier. Auf dem alten Charter ist man hier einfach, der wäre mir einfach durchgeritten. Hätte den Gaul nicht gestört. Und dazu wurde man ja auch gezwungen, mehr oder weniger. Denn wenn da steht, is attacking you, und du bist halt so unterwegs und der andere auf dem Gaul, ja, wer gewinnt da wohl? Wer, na gut, gewinnt. Wer ist schneller? Hab ich tatsächlich gebissen. Für gar nicht mal wenig Trefferpunkte. Hitpoint Increase 16. Hitpoint Regeneration. What? Okay. Bin interessiert. Sie haben eine ungeteilte Aufmerksamkeit. Habe ich den Knüppel jetzt mitgenommen? Nee, ne? Natürlich nicht. Natürlich habe ich ihn wieder liegen lassen. Komm, jetzt machen wir hier rein. Dann sehen wir vielleicht mal wieder irgendwas. Oh, den Schädel. Das ist gut. Das ist mal eine Trophäe, die kann man auch mal, draußen stehen lassen, finde ich. Da kann man ruhig mal ein bisschen mit protzen, sagen, ja. Ich will nicht angeben, aber das war ich. So, noch mehr Trefferpunkte. Jetzt haben wir 293. Und wir regenerieren jetzt hier auch wieder um, was weiß ich, wie viele Punkte. 3. Hat nicht irgendwas anderes, was auch irgendwie regeneriert? Was war denn das? Achso, die Ohrringe, ne? Ja, ja. Hitpoint Increase. Nee. Was war denn das? Der Hut? Item ID? Nicht irgendwas angezogen? Ach. Shadow Iron. Okay. Nahkampf. Gute Idee. Mal richtig draufhauen, bitte. Richtig doll, meine ich. Jetzt. So, genau. Das nochmal, bitte. Na gut. Kann man mal... fast als in Ordnung bezeichnen, was hier gerade abgeliefert wurde. Eigentlich war es totaler Scheiß, aber sagen wir eben nicht, dass es wieder ein bisschen erbost und wir wissen auch, wie schneller, wie aufbrausend der immer ist, der Abo. Und dann kreist wieder der Hammer. Und das will keiner. Das will nicht mal Gott. So. Wieder mal hinlegen und sterben. Na, wo ist... Ja, wer will den Hammer? Wer will den Hammer? Oh, shit! Ja, wer will den Drachen? Hau ab, du Mistvieh. Ein Kobold-Drache. Ja, was jetzt? Kobold oder Drache? Er weiß nicht, ob er ein Kobold oder ob er ein Drache ist. Was machen wir denn hier? Shit, er kommt. Komm, ich holen. Ja, ja, ja. Fingerslippen, ne? Deine Finger schlüpfen. Verdammt. Was haben wir denn? Was haben wir denn? Element? Ist das ein Element? Was wären die Alternative? Oh Mann. Kobold. Oh oh. So, nicht so panikartig. Nein, nein, nein. Eins am anderen. Alles gut, alles gut. Bisschen Dex. Nehmen die Ausdauer, die Geschicklichkeit. Schönen Rückwärtsgang. Wir wollen uns nicht von ihm angrabbeln lassen. Nochmal bitte. Reingemacht. Durchschlagend. So, Hälfte haben wir. Na, zwei Drittel haben wir. Doppelschuss. Oh, ein verfluchtes Kackgift. Ja, bloß nicht anpacken. Ich glaube, der große Drache beißt arg, ne? Geschlagend. Dann nehme ich. Doppelschuss. Nein. Durchschlagend. Wieder ein Drache auf der... Kann man jetzt auf den Bogen schnitzen. Wie heißt das? Eine Kerbe können wir uns machen. Aber bitte nicht... Ne, nicht ganz toll. Und vor allem nicht mit so viel Eifer und Säge und so. Und wir ritzen auch nicht die Sehne an. Dass man aber auch immer alles doppelt und dreifach sagen muss, ist auch traurig, oder? Eigentlich hätte es der Apo doch längst mal lernen müssen.
Abo. Komm. Intelligenz ist gestiegen. Okay. Ja, jetzt bestimmt. Shadow Amulet. Wow. Was ist das für eine grüne... Was ist das hier für ein grünes Wäffelchen? Bin interessiert. Ich würde gerne wissen, was es ist. Aber wo ist denn mein Reptilientöter? Das muss immer am Mann sein. Fortan werde ich nicht mehr aus dem Haus gehen ohne meinen Reptilientöter, weil das sind wahrscheinlich Drachen, ne? Ich bin jetzt schon einen richtigen... Holy Evendor. Ja, komm, du mich auch. Nee. Nee. Tschüss. Was habe ich drin? Den Elementknacker? Jawohl. Element Drake. Sag mal, jetzt ist aber... Kommt der nächste angeschissen. Was kann man hier nehmen? Oder diesmal... Ein Drache. Den Nahkampf will ich nicht. Das hier brauche ich nicht. Das hier mal probieren. Ich würde gerne meine Armbrüste mal auspacken. Aber ich glaube... Werde ich gebannt. Habe ich denn... Vielleicht ist irgendwo eine Feder oder so. Keine Ahnung. Wir versuchen mal Munition, Bolzen. Shit. Ich habe keine Federn. Ja, und diese dummen Drachen haben ja nur Schuppen. Warum brauchen die keine Federn? Komm. Was nehmen wir da? Blitzschlag? Was ist denn die Wolke hier? Ich nehme mal die Wolke. Gehirnwolke. Making you feel ill. Okay. So, vor dem Kampf ist das natürlich nicht so gut. So. Wahrscheinlich nimmt das die Zauberkraft. Kann der zaubern? Oh je. Blitzschlag. Ich glaube, ist auf jeden Fall. Ich glaube, wir sind recht flott unterwegs. Doppelschuss. Spare ich mir das viele Geklicke hier. Nimmt der eigentlich auch zwei Pfeile, wenn er den Doppelschuss macht? Oder ist das diese magische Kraft, wo er die aus dem Äther zieht? Den zweiten Pfeil zumindest. Oh, ein ungewöhnlicher Helm. Was mag es für ein ungewöhnlicher Helm sein? Weiß ich nicht. 3, 2, 1, go. Okay, nochmal und. Ja, die Sachen wehren sich so ein bisschen, ne? Irgendwelche Größe. Shadow Iron Calimus Norse Helm of Greatness. Das ist aber auch nur der Name. Weil die Greatness, die kann ich nämlich nicht erkennen, wenn ich mir das hier angucke. Mana-Regeneration an sich wäre... Was war das? Moment. Energieresistenz 14. Ja... Gut, einfach nur niedrigere Anforderungen. Gibt's hier wenigstens einen Drachenhort, irgendeinen Schatz? Zumindest ein Kinderhort? Können wir Kinder vielleicht auf dem Sklavenmarkt oder sowas? Nee, komm. Wir machen ganz regulär weiter. Unter Clues. Ich wette, wenn ich hier fertig bin, dann sehe ich... Ach, gucke mal, hier war es also versteckt... Und dann finde ich dann gleich doppelt irgendwie was mit Reptilien. Reptilien tot. Okay. Also doch keine Falle. Wie komme ich denn da hin? Von unten. Ah, verstehe. Von unten her muss man da ran an den Speck. Ah. Jetzt habe ich wieder die falsche Waffe. Ach, das ist die so schnell schießt. Oder eher der Bogen. Elementar. Zack. Feuer. Der schießt langsam, aber wenn er trifft, ist halt der Ofen aus. Wie viel habe ich denn eigentlich schon wieder? Ich will es gar nicht wissen. Aber, oh, wird schon langsam eng. Bald müssen wir Ballast abwerfen. Kupfernen Ballast. Das hören natürlich die Kupferelemente hier nicht so gern. Krank. Geisterkrank. Okay. Was ist denn das? Ein bizarrer Gegenstand, ja, das will ich auch sagen. Was ist denn das? Habe ich meinen Identifikationshut auf? Jawohl. Falsch, das ist ein Buch. Buch kennen wir schon. Kennst du mit der Fall? Ach nee. Nochmal, komm. Das will ich jetzt aber wirklich wissen. Trinket. Cartography plus 20. Wow. Okay. 20 Kartografie. Das ist quasi auf meinem alten Chart
wieder einen Schluck trinken. Wäre das ein sogenannter Glorious gewesen? Erst Lesser, dann Good, dann Greater, dann kommt der 20er, der rote, Glorious. Und dann der goldene Godly. Ein göttlicher. Nochmal. Und nochmal. Und sowas schimpft sich Magier. Naja. Oh, meine Stulle. Ah, sehr gut. Schon so lange nicht mehr gegessen. Schon seit dem Frühstück nichts mehr. Wir haben noch jede Menge. Ja, ja, ja. Kann ich sowieso mal. Bestimmt, ein paar Bandagen haue ich jetzt mal als erstes raus. Flamestrike kann ich bald über das andere machen. Aber das wäre. Da hätte ich mal Bock drauf gehabt. Leider hat mir fehlt ein Runenbeutel. Denn wir haben zwar die Runen, oder schon einige. 5 oder 6 Stück, glaube ich. Aber es fehlt leider der Beutel. Und ich meine. Ach, da geht's die nächste Story. Geil, voll die Quest hier unten, Alter. Sag ich mal, voll die Quest. Ja. Alles voll mit Gegners. Eigentlich müsste ich ein bisschen weiter ausholen. Weil ich das ja auch sehe. Und er reagiert ja auch auf eine größere Entfernung. Ja, eigentlich geht da noch ein. Na? Noch ein Schritt. Ich finde es halt stimmungsvoller. Oh. Warum bin ich jetzt so abartig schwer von jetzt auf gleich? Was habe ich hier eingesackt? Das ist nicht mehr zeitgemäß. Wir haben noch mehr, oder? Wurde ich gerade wieder. Bist du leider verrafft. Mace Fighting benutze ich gerade überhaupt nicht. Gut, dass ich die anhabe so. Ach ja, das war das, ne? Genau. Hitpoint Regeneration. Ja. Dazu noch irgendwas anderes, was ich gerade. Die Kerze, ne, die Fackel oder sowas war das. Haben wir wieder weggepackt wegen was anderem. Scheißegal, jetzt bleibt das mal so, wie es ist. Alles bleibt so, wie es ist. Wo aber ist denn die Stärke-Geschichte? Archery. Hier oben, bin ich doof? Ah ja, das haben wir noch nicht. Defense. Warum haben wir das? Achso, Damage Increase. Okay. Dann habe ich nichts gesagt. Tut mir leid. Es tut mir wirklich leid. Stärke 4. Was war das andere? Mace Fighting und Glück. Achso, nee, das passt so. Wieso bin ich denn. Ich bin doch geschwächt. Erzähl mir doch nichts. Komm, das kann nicht sein. Was Unnatürliches geht hier vor und ich möchte nicht daran teilhaben. Gut, dann muss die Regeneration wieder weg und die Stärke muss her. Jetzt habe ich es in die Tasche gesteckt. Jetzt geht die Stärke hoch um 5, ja. 143. Nee, das muss dieses stinkende Elementar gewesen sein. Tut mir leid. Oh nee, ein Ancient Worm. Jetzt, wo ich mich gerade nicht so richtig bewegen kann. Ja, noch geht's. Okay, Ancient Worm. Agilität. Stärke. Oh, schlecht. Wow, das hat reingehauen. Hab mir auch die Ausdauer abgezogen, der Mistsack. Schlecht. Oh, schlecht. I will swallow. Ja, der wird mich auf jeden Fall im Ganzen schlucken. Groß genug ist er ja, der Drecksack. Swallow your soul. Da, komm her. Ach ja? Wieso schießen wir denn nicht? Ah, jetzt. Hilfe! Ich möchte mich echt nicht von dem berühren lassen, so. Der prügelt mich aber ganz schön gut durch die Gasse hier. Leck mich doch am Kittel. Ja, but they barely help. Hör auf mit so einem Quatsch. Nehmen wir lieber den. So, Gehirn. Oh, oh. Doppelschuss. Nee, das da. Intelligenz abziehen. Vielleicht ist das eine intelligente Idee. Boah.
Flamestrike war das bestimmt, ne? Shit. Der Mana, ja. Und der hält echt eine ganze Menge aus. Habe ich genug Pfeile? 215, ja. Oh, schlecht. Schlecht, schlecht, schlecht. Wenn jetzt der Kollege wieder hier spawnt, habe ich ein ganz, ganz, ganz großes Problem. Fail to cure. Kannst du mal lesen? Keine Zeit für so einen Quatsch. Ah. Heilung ist aktiv. Oh oh. Ich hab echt den falschen Bogen. Ich muss hier was durchschlagendes machen. Das geht so nicht. Der ist zwar schön schnell, aber das bringt mir nichts. Ich muss das mit dem Durchschlagen haben. Abysmal bla. Ja. Nehmen wir das da. Das nützt mir nichts, wenn ich da 100 Schuss verbrate. Ach Gott, da unten ist ja der nächste Drache. Ja, bitte lassen Sie mir mal mein Mana sein. Halt! Shit, ich brauche das untere eigentlich. Oh, vielleicht mal heilen. Jetzt laufe ich einem Feind entgegen. Und noch ist da oben nichts gespawnt. Failed to cure. Ich will das nicht hören. Wenn er sich jetzt zu mir teleportiert, habe ich ein Problem. Oh, oder wenn er einfach schießt. So, but they barely help, egal. Er kommt. Bitte verlangsamen. Sehr gut. Ich bin bereit. Komm her, du Sau. Oh oh. Das Würmchen ist da. Treffer. Verdammt. Nein, 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 nein. Ich brauche hier durchschlagend. Shit. Wieder gelähmt. Oh oh. Komm, Feuer. Nein, nein. Nicht hauen. Nicht hauen. Bitte mich nicht hauen. Gleich ist er tot. Viel hat sie nicht mehr, die Sau. Aber das sagt er sich bestimmt auch gerade. Die haut immer ab. Kann nicht mal stehen bleiben. Die ehrenhaft kämpfen vielleicht mal. Oh. Günstig. Komm. Ich kriege nur, du Sau. Und hör auf, dich zu heilen. Ich heile mich auch nicht. Also ich glaube gelogen, aber das weiß er nicht. Guckt er das Video nicht. Aha, hab ich dich. Boah. Das war ein Ancient Worm. Ja, a lot of karma, a lot of fame. Zu Recht. Cherry Enchanted Gnarled Staff from Dungeon Clues. Mit Physical Error 30%. Whoops. Zweihänder Maze Fighting. Okay, einfach ein Knüppel aus dem Dungeon. Okay. Studded Gloves, Night Size, Gloves. A peculiar item. Okay. Can't seem to identify. Boah, das war ja ziemlich heftig. Das Mystery. Also, genau deswegen habe ich den so gern. Oh, Hit Mana Leech. Das weiß ich jetzt immer mehr und mehr zu schätzen. Weil diese Spezialangriffe, die sind halt wirklich gut. Was ist denn das hier? The Skeletal Remains of Seaborn Thora the Adventurer. Oh. Open before move? Ach du Scheiße. Oh mein Gott. Ich wollte eigentlich mal Dagen da lassen. Gut, dass ich es nicht gemacht habe. Huh. Stärke. Ach du liebes Lieschen, was ist denn hier los? Ich glaube, ich sollte einfach die ganzen... Wieso habe ich denn nur so wenig Kupfermünzen? Das ist aber schlecht. Ich dachte, hier hätte mir 10.000 am Start und könnte jetzt mal richtig schön Gewicht... Ein riesiger roter Ledersack. Okay. Weil er so hübsch aussieht, nehmen wir einfach mal mit. Oh Gott, jetzt heißt es aussortieren. Was ist hier Müll? Was ist hier sinnvoll? Der hat ja alles gehortet. Ja, wahrscheinlich war der auf dem Rückweg, ne? Und hat gedacht, der kommt noch davon vor dem Bösewicht, vor dem bösen Wurm. Und dann hat der Wurm ihm einen Strich durch die Rechnung gemacht oder durch den Kopf. Peacemaking, Bowcraft und Fletching.
Nee. Okay. Ich möchte ihn trotzdem haben. Diese ganzen Fertigkeitsverbesserungen, die finde ich halt echt... Ach, guck mal, ich habe doch hunderte von... Das sind 44 Steinchen. Okay. Falls es so eng wird, mit was auch immer ich trage, dann kann ich mal ganz kurz die Reißleine ziehen. Successfully identified, dann hat es ihn verrissen. Bitte? Gut, ich habe ihn erfolgreich identifiziert und dann ist er davon geflogen. Von mir aus. Boah, die sind echt übel, diese Worms, diese Ancient-Geschichten. Was ist das denn? Ist das ein Buch? Was ist das denn? Was? Ach, sieben Lieder. Ach, und das benutzt man? Provokation 17? Was ist denn das? Ich habe keine Ahnung. Komischer Text. Was haben wir denn noch? Ja, meine ist eigentlich ist wieder weg, aber das ist nur die... Na gut, mit dem kann ich sowieso nichts anderes mehr machen. Das heißt, eigentlich gar nicht so schlecht. Wiegt auch nur 4. Die andere kann ich dann den Hühnern geben. Die hat mich... ich kann es nicht mehr tragen, deswegen ist es zu Boden gefallen. Camping 8. Jetzt bekomme ich Camping 8. Ach, Moment mal. Moment mal, ich kann es nicht mehr tragen. Das ist jetzt von Arsch. Ist das ein Teleporter-Zelt oder ist es einfach nur ein, ich bin hier sicher, Zelt? Das weiß ich nämlich nicht. Oh Gott. Ich kann nicht mal mehr das mitnehmen. Okay. Dann muss es sein. Wir können es zwar tragen, aber wir haben zu viele Gegenstände. Das heißt, ich muss die ganze Dollkörper-Geschichte oder die ganzen Erze muss ich hier lassen. Ist zwar eine ganze Menge, das vielleicht erstmal noch nicht. Das ist das Bessere. 96, ist das Gewicht? Ja, zum Glück. Jetzt müsste ich es wieder tragen können. Okay, Ja, ich weiß, die Stöcke, was nehme ich den Scheiß mit? Ich versuche gerade mal... Und ich hoffe, dass ich die... Das Zelt benutzen kann, um mich hier vom Acker zu machen. In diese komische Zwischenwelt. Um dort dann... Ich könnte auch weg teleportieren, so ist nicht. Dort dann mein Zeug zu verticken, das versuchen wir jetzt mal. Okay, ich bin so randvoll. Nee, bin ich überhaupt nicht. Ich kann nur keine Gegenstände mehr tragen. Ich habe zu viele Gegenstände am Mann. Ja, so ein bisschen Kupfer. Das ist schnell zusammengetragen. Bei ein bisschen die Hände spucken, dann wird das schon wieder. Kann ich mir auch schenken. Ich muss nicht so rumlaufen. Okay, vielleicht doch. Kann ich denn wenigstens die Waffe wechseln? Kriegen wir das hin? Wo ist der Bogen? Das ist der falsche Bogen. Wir brauchen den mit Elemental Slayer. Ja, Elemental Slayer ist aktiv. Kann ich das wieder mitnehmen? Das wäre mir sehr wichtig. Boah, ist das immer ein Hin und Her. Also oben war nichts. Unten war der Abrae. Macht mir nicht mein Zeug kaputt, jetzt wo ich alles bei mir trage. Oder Abrae oder Abrak, irgendwie so, keine Ahnung. Story-Time ist auch gleich wieder. 299 Lebensenergie, nicht schlecht. Ja, die Kombination aus Gift und Angriffszauber und sowas, die kann einem schon mal den Hintern aufreißen. Dann plötzlich kommt er an, teleportiert sich an mich ran und beißt mich. Ganz, ganz unangenehm. Jetzt will ich wissen, was auf seiner komischen Insel ist. Ja, hier hat er gewohnt, der Hund. Der Drachenhort. Okay. Jetzt muss ich es wissen. Jetzt muss ich es wissen. Kleines Zelt. Can only settle this tent in the wilderness. Und das andere ist Quatsch. Usable by the skilled. Dungeon Room.
Okay. Habe ich im Bankfach Zugriff? Was haben sie hier mit den Leuten gemacht? Haben wir uns zerhackt? Ah, sehr gut. Tresor? Bankfach. Ah, oh, es gibt einen Gott. Ja, ich räume gerade mal ein. Bis gleich. Beziehungsweise doch nicht. Ich nehme ein Brot und will es da reinschmeißen. The container cannot hold more items. Scheiße. Ich stehe am Drachenhort und kann nichts einsammeln. Okay. Ist denn irgendjemand hier interessiert? Merchant Skills. Oh, das ist gut. Bitte? Jawohl. Oh. Okay, was gibt das? Unendlich viel. Ich glaube, wir haben wieder jede Menge loszuwerden. Nur mal wegen der Fencing plus 12. Lass ich mal da. Ich habe nämlich schon... Es gibt ja noch Seelenernte. Und den könnte man dann vielleicht mit 50 Schlösser knacken und Kartografie starten lassen. Na, vielleicht, vielleicht. Naja. So, was ist das hier? Inscription, Damage Increase. Ja. So, den ganzen Quatsch. Bushido. Tschüss. Bushido fliegt direkt raus. Hoffentlich aus den Charts. Nightmare Skin Bag. Was? Wieso kauft denn der das? Mana Increase. Komm, benutzen wir doch eh nicht. Jetzt im Kampf hätte man es wirklich gebrauchen können, aber dann mangelt es wieder an anderen Sachen wahrscheinlich, ne? Swing Speed Increase. Ja, 1.500? Schreib doch nicht so. Ist ja noch jemand, der voll Bock hat auf meine ganzen tollen Sachen, so? Watchful Eyes, der Faule. Wie ist Spirit? Spiritual. Druiden, ah, Druidengilde? Bitte kaufen wir mein Zeug. Not interested, ah. Das ist also dieser komische Raum. Tja, ich bin ein bisschen was losgeworden, aber nicht so viel, wie ich mir jetzt eigentlich erhofft hatte. Das kann man auch nicht nutzen. Die wollen alle nicht mit mir reden. Kann ich das dann irgendwie hin und her tauschen, dass ich wieder was mitnehmen kann? Mein Gott, Walter. Jetzt haben wir den Drachenhort und können nichts mitnehmen. Ich könnte vorhin den ganzen Schrott hier nehmen und den Hühnern geben. Guck mal, 60 Piles of 12. 80. Ah, okay, ich habe, glaube ich, das Rätsels Lösung mal gefunden. So, kann ich das direkt zerschnippeln? Ja, muss natürlich im Rucksack sein. Wieso geht das jetzt schon wieder nicht rein? Halt, welcher ist denn das? Der hier? Nee? Nee? Okay, der... Bist du in den weißen rein? Jawohl. Dann einzeln aufsammeln. Oh, jetzt sagt mir nicht, ich kann das nicht... Ja, nur falls muss ich mal kurz die Tasche ablegen. Sowas hier. Zack. Jetzt müssen wir mal... Jetzt müssen wir mal ran. So, die Schere. Schneider. Schneider. Mac. Ich hoffe mal, das bedeutet, dass Gewicht das Problem ist. Müsste eigentlich sein. Ich habe hier meine Stämme. Mein Gott. Ist hier sonst noch was Schweres? Keine Ahnung. Da haben wir noch was? Okay, das ist jetzt nicht so schwer. Ich will nur mal mein Geld... Ja gut. Ich kann wieder was bunkern. Ja, jetzt bin ich gleich wieder da. So. Ja, ich habe ein bisschen ausgeräumt, gemacht, getan. Und hier... ganz kleiner Berg aus Gegenständen ist hier. Mit Docking Lantern an seiner Spitze. Okay, jetzt geht's auf... Round 2 Fight. Hoffentlich ist da Bolzen dabei. Ah, man ist direkt. Oh, die krasse Musik. Ja, das passt jetzt auch. Wir müssen auf jeden Fall gucken, was hier in dem Horst. In dem Hort noch drin ist. Im Horst. Zum Horst ist, wollen wir gar nicht wissen. Hoffentlich respawnt die Sau jetzt nicht, sonst habe ich ein Problem. Erstmal gucken, ob irgendwas vermint ist. Wieso macht er das nicht? I feel that such an action would be inappropriate. Komisch. Doesn't appear to be trapped. Irgendwie scheint gar nichts. Okay.
Ja gut, ich meine, der Typ, der war ziemlich heftig, ne? Dieser Ancient Dragon oder Drake? Ne, es war ein Dragon. Ancient Dragon? Ancient Drake? Keine Ahnung. Oh, es geht weiter. Mixing Cauldron, ne, ne. The Sith Order, ne, danke. Müll kennen wir schon. Das will ich nicht. Okay. Sehr gut. Nichts Brauchbares. Bolzen? Jawohl, 16 Bolzen für die Menschenvernichtungsarmbrust. Ah, sehr gut. Ja, Kerzen, das ist immer hier. Geld können wir jetzt wieder mitnehmen. Sauber. Ach Gott, ich fühl mich so befreit. Jawohl, Brazier. Und wie hübsch das ist. Die kleine Variante. Oh, eine Karte der Schlangeninsel. Ei, 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 ei. Geil. Eine neue Welt. Schöne neue Welt. So, die alte habe ich weggeschmissen. Jetzt können wir den neuen nehmen. Einen rostigen Dolch, okay. Stärke. Wie lange hält das? Null. Weil ich mich direkt danach bewegt habe. Ich dachte, ich kann... Ach, das ist nur zum auf der Stelle stehen. Ja gut, dann kann ich die alle mal wegschmeißen. Ich dachte, damit kann ich quasi... Ach, das ist nur... Ah, das ist gar kein Schatz. Also das ist schon ein Schatz, aber nur Deko. Ein Deko-Schatz. Oh, Jesus Christus. Da kann man direkt wieder in die komische Welt hüpfen. Ja, deswegen habe ich sie auch gelernt eigentlich, oder? Damit man genau das eben machen kann. Genau. Das haben wir ja eine Zeit lang, als wir Dings waren, haben wir das ja gemacht. Als wir Ranger, also Waldläufer waren. Da hat es ja zum guten Ton gehört, ne? Haben wir uns immer schön in die Zwischenwelt gerettet. Wenn die Zeit, so wie jetzt, wieder mal knapp war. Okay. Das war ja ein übles Miststück. Machen wir spaßhalber eine manuelle Speicherung. Das ist jetzt gar nicht so meine Art. Man kann ja halt auch viel, viel bescheißen. Ich hätte zum Beispiel auch wieder laden können, sozusagen. Beziehungsweise ohne Speichern abwürgen den Server, nachdem es mir die Bolzen verrissen hat. Aber ich finde, das gehört einfach dazu. Dass man da noch dabei bleibt. Und sich sagt, okay, wir haben einen Fehler gemacht. Beziehungsweise ist ein Unglück passiert und damit muss man jetzt einfach klarkommen. Ganz kurz mal eben. Ich würde gerne mit dem Knüppel arbeiten. Schild haben wir gesagt, war das nicht. Das war das hier, ne? Hitpoints, Hitpoint Increase. Ne, was war der Knüppel? Das hier, oder? Hitpoint Increase 15, Hitpoints. Ja, jetzt regenerieren wir und ich habe auch mal diesen. Irgendwas habe ich rausgehauen. Aber wir hatten diesen Giant Killer Knüppel. Der ist aber wirklich nur für Riesen gut. Der war langsamer und hat weniger Schaden gemacht. Ach Gott. Was habe ich gerade weggelegt? Ach Gott. Komm. Wie man es macht. Ja, ist in Ordnung. Dann eben doch wieder die effektive Variante. Ist schon der, ne? Genau. Durchschlagend. So. Ja, aber irgendwie... Oh, Doppelschuss. Durchschlagen. Sehr gut. Oh Gott, ist wieder Storyzeit. Nein, kein Kupfer. Nein, 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 nein. Nee, kein Kupfer. Ich will kein Kupfer mehr mitnehmen. I have von Aaron dem Seltsamen. I've spent days in this accursed dungeon. Ach nee. Looking for clues of the existence of the Gargoyle Lands. Is that Serpent Isle? Ja, natürlich. I had enough food and water to last for days, but I couldn't carry it all. Ah, das kenne ich. Kein Platz mehr im Rucksack, ne? I heard from the other mages that the guildmasters often search for rubies. Apparently, they are used for some type of spell casting. They happily take donations, but if an apprentice were to offer them 20 or more, they are often given a gift. Von wem genau? I heard from the other mages that the guildmasters... Ah, Moment. Mage, Guildmaster, Moment, Rubies. Wo ist mein Buch? Das ist mein Buch. Wieso habe ich denn das dabei? Wo ist mein Buch? Scheiße, Mann, wo ist mein Buch?
Ach, dann eben manuell. Also. Mage. Guilds. Masters. 20. Rubine. Gift. Ja, Gift hat was Feines. Halt. It doesn't matter if you practice magic or dark magic, as long as you reached the apprentice level. Ach so. Of skill in such fields. There was something also similar I heard from another spellcaster that the guildmaster of black magic has a liking for star save fires. Star. Okay, black. Dann war das andere Mage, was war das? Magic or dark? Guildmaster of black magic. Black Magic, Star, Sapphire, Sapphires, nicht Say, Sapphire. Okay, die wollen also schnell unser Vier, die anderen wollen Rubine haben, okay. During my last journey, I found 23 rubies in a metal chest and gave them to the Wizard Guildmaster. He gave me a crystal ball that summons a familiar to serve me. Ach, ist dieses komische, diesen Grün, den wir da haben, kann man da was herzaubern? Did someone say familiar to serve me? It doesn't do much in regards to service, but services, but it will carry some of my things for me and keep me company. Wo? Wo? In a medicine and gave them to the Wizard Guildmaster. Verdammt. Okay. Also sie hat ein Vieh bekommen, das für ihn die Sachen trägt. The crystal ball only had 5 charges, verdammt. But the Mage Guildmaster can be hired to charge it further, genau. It was given... Ach, further. Nicht nur bis zur 5 und... Na, okay. I was given an imp for a traveling companion, but I wanted a black cat. I gave the crystal ball back to the Mage, where he gave me another to look at. I simply kept passing them back to him until I got the cat I sought. Er wollte eine schwarze Katze, hat sie mir wieder zurückgegeben, bis er eine schwarze Katze Kristallkugel bekommen hat als Kompagnon. The mage told me that I could use colors from common dye tubs and pour it into the crystal ball. It would retain the color and thus the familiar would share that color. Man kann die also färben, dann ist der, na, der Helfer ist dann auch in der Farbe. He was right. I finally had my black cat familiar, just as other famous wizards have had. I named him Moonbeam. I am resting now, deep in the bottom of this place. I will continue my quest in the morning. I hear something nearby. I should see what it is. Der Klassiker. Da ist doch was. Er ist müde, legt sich hin. Allerdings, wo ist die Katze? Wo ist der Kristall? Die Kristallkugel da. Das ist das. Correct. Nein. You cannot pick it up. Es ist zerfallen. Bestimmt wurde er vom Dingsblatt gemacht, ne? Vom Ancient Dragon. An dem sind wir auch schier krepiert. Das war vielleicht ein Miststück. Hast du mich gerade gehauen, du Schwein? Also merke, Sternsaphir ganz, ganz wichtig. Nicht mehr einfach weggeben. Hit Life Leash. Boah. Und wird's wieder mitgenommen? Ja, natürlich. Achso, das ist eine ganz normale Golden Oak Geschichte, oder? Nee, Hit Life Leash 26, das ist schon ganz gut. Können wir den Gegner treffen und es ist eine Repetierarmbrust. Wir schießen sehr schnell. Oh shit. Jetzt habe ich den Giant-Totschläger weggegeben. Nicht wirklich. Shit. Okay. Bitte gehen Sie weg. Ich will nichts mit Ihnen zu tun haben. Gelähmt. Ja, wieder eine längere Folge. Scheißegal. Das bisschen... Dungeon möchten wir noch erleben. Oh oh, extremely weak, extreme pain. Extrem schlecht. Das hat nicht funktioniert. Interply. Oh 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 oh. Das ist tödliches Gift, das er mir da wieder dran gebeamt hat. Ja, das war's. Mit dem tödlichen Gift. 76, okay, wir sind schon verdammt gut. Jedenfalls, was das angeht. But they barely help. So viel zum Thema. Item-ID ist schon auf 50 mit unserem komischen Hut. Das ist auch gut. Kartografie nochmal 5. Was war das andere? Was war das andere für ein Kartografie-Ding? Ich weiß es nicht mehr. Kommt auf jeden Fall mal
in die engere Auswahl. Okay, okay, okay. Also schnell hier durch. Merke, nicht achtlos. Oh shit! Titan of War. Okay, das sind zwei Riesen. Und hier haben wir einen Elder Dragon. Shit. Einen Elder Gazer, meine ich. Ich lass schon schießen, das ist nicht. Der große Beschwörer. Oder die große Beschwörerin. Tja, die hat's auch verrissen. Das Leben ist hart. Archery. Verdammt, ich habe gehofft auf ein... Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. So, ist hier noch ein Element? Ja, perfekt. Zack. Perfekt. Ninjitsu, naja, gut. Das ist jetzt nicht so krass. Oh nein! Titan of War. Er kommt mich holen. Okay. Schlecht. Wahrscheinlich haut er ganz gut zu, so, ne? Ja. Richtig gut sogar. Ich kann mich nicht mehr bewegen. Oh, oh, jetzt nicht krepieren. Ich kann mich nicht mehr bewegen. Shit. Oh, verdammt. Applying. Ein Drachen. Boah. Ich muss hier raus. Ja, 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 ja. Boah. Schwein gehabt. Himmel, Arsch und Wolkenbruch. Stärke. Oh, raus hier. Der Marxas. Okay. Den Kriegsgott hier, den Kriegstitan. Oh Mann. Die nächste Fuhre. Oh Mann. Himmel, Arsch und Wolkenbruch. Kann ich mal einfach. Komm. Halt dann ruhig und stirb einfach. Schießen? Doppelschuss? Boah. Okay. Eine ruhige Minute. Endlich, endlich. Boah, das war aber schweineknapp, ey. Ich habe vergessen, mich zu heilen. Ich wollte eigentlich das, ne? Weil es nicht funktioniert hat und ich dachte, ich bin vergiftet und alles unangenehm. Hab vergessen, hier die Heilung zu aktivieren. Fast wäre ich krepiert in der Scheißhöhle. Boah. Unangenehm. Unangenehm. Gut. Ich würde sagen, beim nächsten Mal geht's ja weiter. Ich werde jetzt noch den Heilweg antreten, werde noch schnell zum Boot und dann sieht man sich wahrscheinlich beim Boot oder sonst wo wieder. Das war krass. Ja, beim nächsten Mal mehr. Der Hort ist vernichtet. Quatsch, der Drache ist vernichtet. Der Hort geräumt und Platz haben wir jetzt auch wieder. Hervorragend. Es gibt nur fast nur positive Nachrichten. Und wir haben überlebt. Das ist doch die Hauptsache. Ein Glück haben wir so viele Lebenspunkte, sonst wäre ich schon im Arsch gewesen. Ja, ja. Gut. Und wäre zwar super stark, das hat mir fast das Genick gebrochen hier mit dem beschissenen Stoff hier wieder mal. Egal. Immer ist es der Stoff. Apropos, ja, zum... Beim nächsten Mal geht's hier weiter. Ich danke fürs Zuschauen. Man sieht's beim nächsten Mal bei Ruins and Riches. Bis dahin.